Die Intention dazu hatte ich halt, als mir klar wurde, ich treffe mich mit meiner Mutter. Dieses richtige Gefühl kam erst, als sie es angesprochen hat und ich mich wirklich sagen hören, du brauchst dir keinen Vorwurf machen. Okay. Und das war so der Moment, wo auch von mir sehr viel abgefallen ist. Einen wunderschönen guten Abend, lieber If. Ist das überhaupt okay, dass ich dich If nenne? Auf jeden Fall. Perfekt. Dann schön, dass du hier bist heute. Ja, danke, dass ich hier sein darf und moin in Bild und Ton an alle. Guten Abend, Colin, Moini. Ja, schön, dass du hier bist. Ich meine, der ein oder andere kennt dich vielleicht aus dem Chat, aber nur weil man Leute im Chat mal gelesen hat, heißt das ja vielleicht noch lange nicht, dass man sie kennt. Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Ja, also wie gesagt, ich bin 34 Jahre alt, wohne in so einem kleinen Kuhkaff namens Berlin. Oder an Berlin. Und ja, ich habe seit, was war's, 2015 oder 2016 eine diagnostizierte Depression von mittelschwer beschwerenden Grades gehabt. Wahnsinn. Hast du die immer noch oder ist das inzwischen anders diagnostiziert worden? Ich sag mal so, ich habe mal versucht, selbstständig meine Medikamente runter zu reduzieren. Hat zwischenzeitlich gut geklappt, aber ich dachte mir, okay, nee, mit den Tiefs, die dann reingekommen sind, bin ich wieder hochgegangen. Also, Okay. aber das grundlegende Thema hat sich einfach geändert bei mir. Okay. Wie ist es dazu gekommen, dass du in eine schwere Depression gerutscht bist? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es fing, also ich bin wirklich in einem kleinen Nest aufgewachsen in NRW oder habe meine Jugend da verbracht. Und Ausbildung zu finden war nicht drin. So, dann kam irgendwann eine Freundin, die in Berlin studiert hat. Dann dachte ich mir, okay, kein Auto, mitten im Kaff, dreimal am Tag fährt ein Bus. Ich kenne das. Versuchst du dein Glück in Berlin? Ja, Ausbildung kam, Freundin war weg. Scheiße. Und du ganz alleine in der großen, im Kuhkaff Berlin. Richtig. Aber zu besagter Person gibt es noch etwas, was ich vielleicht dann später nochmal Okay. weiter ausführen möchte. Und dann hast du dich verloren in diesem Kuhkaff? Oder war es tatsächlich der Bruch der Beziehung? Es war weniger dieser Beziehungsbruch, es war eher der Bruch zu meinem vorigen Leben. Okay, ja. Also es war halt Freunde weg, also zu weit weg, sagen wir es mal so, nicht weg, aber zu weit weg. Familienmäßig hatte ich drüben im Westen, sag ich jetzt einfach mal im Großen und Ganzen nur meinen Vater. Und hier war zwar auch alles, also mütterlicherseits und väterlicherseits hat alles hier in der Nähe in Berlin gewohnt und wohnt immer noch hier, aber der Kontakt ist halt sehr, sehr sporadisch, sagen wir es mal so. Okay, das kann ich verstehen. Du möchtest heute über das Thema Vergebung unter anderem mit uns sprechen, was ich sehr, sehr spannend finde in dem Zusammenhang mit einer mittelschweren bis schweren Depression. Was glaubst du, was ist so, oder vielleicht auch aus eigener Erfahrung, was ist so das Schlimmste daran, ja, nicht vergeben zu können? Glaubst du, das hemmt und vielleicht sogar steigert diese ganze depressive, ja, die Depression an sich? Ja, also ich finde, Vergebung ist halt etwas, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Ja, klar. Wenn erstmal den Unterschied verzeihen, vergeben. Ich finde, man kann jemandem verzeihen, dass er mal zu spät gekommen ist, aber man kann niemandem verzeihen, dass man, was weiß ich, fremdgegangen ist oder dass man wirklich Schmerzen durch irgendeine Tat bekommen hat. Dafür bedarf es Vergebung. Und ich finde, eine richtige Vergebung ist erst dann wirklich der Fall, wenn es einem nicht mehr nachgetragen wird, dass man irgendetwas falsch gemacht hat. Dann ist es erst wirklich eine Vergebung. Und wenn man selbst irgendjemanden nicht vergibt und oder nicht vergeben wird, das nagt an einen. Wenn man Depressionen und diese, ich sage jetzt einfach mal, düsteren Gedanken hat oder diese negativen Gedanken, dann schlägt das durch. Dann kommt das immer wieder, ploppt es immer wieder rauf und das haut dich noch einmal runter. Ja. Ich frage einfach mal ganz direkt, welche Situation kam in deinem Leben auf, wo du lernen musstest zu vergeben? Oh,
Ich würde gerne mit der anfangen, die als erstes passiert ist und die mich am längsten gekostet hat. Sehr gerne. Also meine Eltern haben sich früh getrennt. Bin bei meiner Mutter aufgewachsen und meine Mutter hatte, ohne dass ich es damals verstehen konnte, eine Schizophrenie. Okay. Und zwar eine ausgewachsene. Also ich bin in der zweiten Klasse musste ich ein halbes Jahr zu meiner Oma in die Schule, weil sie in der Klinik war. In der vierten Klasse musste meine Oma ein halbes Jahr zu uns, weil sie in der Klinik war. Ach, Wahnsinn, ja. Und als ich dann 13 war, mal wieder so als 13-Jähriger, weiterführende Schule, sechste Klasse war es, keine Lust auf Schule. So, krank gespielt, im Bett liegen geblieben. Ja, und dann kam wieder so ein, ich sag mal, ein Anfall von meiner Mutter. Und das äußerte sich so, dass zuerst, dass sie panische Angst vor allem hatte. Dann, ich sag mal, ich habe dieses Krankspielen ein, zwei Wochen durchgehalten oder mitgemacht. Dann kam der Punkt, wo sie sagte, okay, draußen ist gefährlich, du gehst nicht mehr raus. Oh, krass. Ich war 6 Monate in der Wohnung, nicht in der Schule. Gar nicht draußen. Gar nicht. Boah. Ich wurde mitten in, also mein Schlafrhythmus hat sich schon damals dann komplett gewandelt. Ich habe mit 13 die Harald-Schmidt-Show gesehen, die irgendwann um 11:30 lief. Ich wurde mitten in der Nacht geweckt, weil meine Mutter dachte, Angst hätte, ich würde ersticken mit einem, ja, so ein Waschlappen, der aussieht wie eine Brotscheibe, getränkt in Odol. Scheiße. Nachts mitten einfach mal auf Toilette gehen, stehe ich da nee, ich stand da sogar, sonst hätte ich es eher mitgekriegt. Stand da an der Toilette und ich höre nur, das ist kein Plätschern, wie es sein sollte, das klingt irgendwie nach Plastik. So, ich mache das Licht an und sehe erstmal einen gelben Sack, der über die Toilette gestülpt ist. Okay. Dann ist meine Mutter wohl wach geworden. Ich so, Mama, was ist das hier? Was soll das? Ja, das müssen wir machen, da kann Giftgas rauskommen. Okay, Und krass. all sowas. Heftig. War dir das bewusst, dass es Schizophrenie ist? Ich meine, mit 13 hat man vielleicht auch noch nicht, damals war es ja auch noch nicht so, dass man jetzt auf Social Media gucken konnte oder sich da irgendwie informieren konnte oder sowas. Also nicht unbedingt gut. War dir das bewusst? Hast du Also, gedacht, dass deine Mom komplett durchgedreht ist? ja, weil mein Vater auch immer mal erzählte, dass sie so ihre Anwandlung hätte, so einmal im Jahr. Das fing an, ja, das hat sie mal eine Woche gehabt und dann sagte er, es würde immer länger werden. Okay. Ja, und ich dachte nur, was ist das hier? Und ja, rausgehen war nicht. Und ich sag mal so, ich hatte auf jeden Fall keine Angst vor ihr in dem Sinne. Es war nur eher so ein ungutes Gefühl. Hattest du denn Angst um sie? Durchaus. Durchaus. In diesen 6 Monaten, wo sich dein Schlafrhythmus komplett gewandelt hat, haben deine Freunde, dein Sozialkontakt hat da nicht mal nachgefragt und gefragt so, hey, Junge, warum kommst du nicht zur Schule? Naja, gelegentlich ja. Also am Anfang war es auch noch so, dass mir dann per Telefon Hausaufgaben durchgegeben wurden. Aber das war dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und Lehrer, weil ich selbst Angst vor den Konsequenzen hatte, wenn da irgendwie die Schule angerufen hat, habe ich meine Mutter rangehen lassen und ich weiß gar nicht mehr, was die denen erzählt hat, aber auf jeden Fall ging das die ganze Zeit so. Also das heißt, die Schule hat auch nichts weitergemacht. Da kam nicht mal jemand nach Hause und hat mal geguckt oder so. Oder dass da mal das Jugendamt eingeschaltet wurde. Nach 6 Monaten klingelte Polizei samt Okay. Jugendamt bei uns. Okay. Und dann war ich erstmal 3 Monate im Heim. Krass. Sehr heftig. Wann hast du die Situation verstanden? Hast du verstanden, warum da jetzt, ich sag mal, so ein, in Anführungszeichen, Aufriss gemacht wird? Ja klar, also dass es die Schulpflicht gibt, war mir in dem Sinne klar. Ich weiß gar nicht, ich hätte gedacht, dass es vielleicht eher passiert. Ja, Hast du es aber gehofft? nee, nein, weil irgendwann pegelte sich das es pegelte sich ein, man gewöhnt sich dran. Genauso wie in einer Depression. Man fängt an, Sachen schludern zu lassen und man gewöhnt sich dran. Es ist einfach so. Ja.
Also man nimmt diesen Schleier, der vielleicht am Anfang total seltsam erscheint, einfach als normal an. Ja. Krass. Du sagtest, du bist dann ins Heim gekommen. Wie war das für dich? Du bist aus deiner komplett gewohnten Umgebung raus in ein komplett fremdes mit fremden Kindern. Wie war die Zeit? Was hast du da empfunden? Also diese 3 Monate am Anfang, ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Mhm. Am Ende ging es komplett in die andere Seite der Stadt einmal. Und mir wurde ein Zimmer gegeben und es war also nicht so, wie man sich das aus dem Fernsehen vorstellt oder sowas. Es war mehr etwas von betreutem Wohnen. Okay. Und es war erstmal schön, andere Menschen zu sehen. Also wirklich physisch, glaube ich, da jemanden mit zu interagieren. Ich chatte, ich gehe gleich sofort auf euch ein. Wir machen gleich kurz Chatrunde, sonst komme ich gleich wieder hinterher. Und als du nicht wusstest, wo es hingeht, wusstest du denn, was mit deiner Mom passiert? Weil du sagtest, du hast dir schon Sorgen um sie gemacht. Auch in der Zeit, wo du noch da warst. Wusstest du, was mit deiner Mom passiert, wo sie vielleicht deine Mom auch hinbringen? Da ich das schon mal erlebt hatte, dass sie in diese Klinik gegangen ist, hatte ich die Vermutung, dass es da wohl hingehen würde. Okay. Aber wie lange ich da bleiben würde oder was am Ende die Konsequenz daraus geworden ist, hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen können. Mit 13, ne? Natürlich. Diese 3 Monate Heim hattest du jetzt aber ganz gut verkraftet. Also da gab es keine negativen Vorfälle für dich. Nee, im Heim selbst war alles gut. Das größte Problem war nur, dass ich wieder in meine alte Klasse musste. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Das war die Hölle. Inwiefern? Also ich bin erstmal total aufgeregt, da wieder in die Schule, schon voller Vorfreude, alle wiederzusehen. Ja, klar. Und es war eher so ein, ach, du bist jetzt auch wieder da. Und Freunde, die ich damals hatte, haben mich gefühlt mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Mein bester Freund hat damals mit 13 dieses ja, die ist ja ganz süß und dieses ganze rumverliebt sein und diese Zettelchen schreiben und sowas. Ja. Die haben alles, was ich ihnen je anvertraut habe, komplett auf den Tisch gelegt. Scheiße. Als du noch weg warst oder schon, also als du dann wieder gekommen bist? Als ich weg war, hatten sie das alles schon erzählt, so ungefähr. Ach, okay. Und ich komme da an und ja, war quasi unten durch. Einziger Lichtblick war, dass zu fast derselben Zeit noch ein anderer Mitschüler neu in meine Klasse gekommen ist. Und der wurde mir auch genommen, weil als dann klar wurde, dass ich die Schule wechseln würde, haben die Lehrer diese eine Person dann auch von mir weggesetzt, damit er sich doch mit anderen bitte anfreundet, die doch länger da sind. Oh, wie krass. Krass. Was für ein heftiger Schlag ins Gesicht auch einfach. Ich meine, nicht nur, dass die Leute hinter deinem Rücken dann einfach so zu dir sind, wenn du weg bist, so, das ist ja ein irrsinniger Vertrauensbruch auch einfach, sondern dass auch einfach niemand dir da, auch von den Lehrern her, nicht mal so ein bisschen diese Möglichkeit gibt, wieder irgendwo Fuß zu fassen. Ich meine, auch die Lehrer wussten dann ja wahrscheinlich Bescheid, dass du 6 Monate nur in der Bude rumgehockt hast, um das mal ganz krass auszudrücken. Und dass da niemand irgendwie mal versucht hat, dich da wieder, ich sag mal, zu resozialisieren, ist extrem. Du sagtest, es war schon klar, dass du die Schule wechselst. Wie lange musstest du diese Situation aushalten in deiner alten Schule? Das war quasi von, oh, lass mich lügen, ich glaube März bis zu den Sommerferien. Okay, also so ein Vierteljahr ungefähr. Wusstest du denn damals zu dem Zeitpunkt auch schon, dass du gehst? Also die Schule wechselst? Zu den ersten Tagen noch nicht. Ich wusste ja gar nicht, was ist mit meiner Mutter. Ja. Und komme ich wieder zu ihr oder komme ich zu meinem Vater? Und als dann klar wurde, dass ich zu meinem Vater komme, war mir klar, okay, ich habe gehofft, dass ich nicht permanent dort zur Schule gehen müsse, weil der Schulweg allein von 1,5 Stunden, eine Scheiße, Strecke, ja. Hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Mhm.
Verstehe ich voll. Verstehe ich voll. Und wie lange bist du dann im Endeffekt bei deinem Dad geblieben? Mit 22 bin ich ausgezogen. Wahnsinn, okay, also doch bis zum Ende der Schulzeit dann. Mit Höhen Was und Tiefen. ist aus deiner Mom geworden? Was ist da passiert? Wurde sie betreut in irgendeiner Weise oder musste sie da ihren Weg auch alleine gehen? Also sie wurde zuerst halt klinisch betreut, dann, weil es also ich habe das nur so am Rand mitbekommen, weil das Ganze dann Miete war dann problematisch und dann musste die Wohnung geräumt werden. Dann Krass. kamen ihre Geschwister, haben alles zusammengepackt und sind dann in den Osten gefahren, wo sie dann weiter in klinische Behandlungen gegangen ist und ja, dann jetzt, ja, jetzt, also später ihre eigene Wohnung hatte und dann immer zur Tagesstätte gegangen ist, um für Aktionen, um klarzukommen und dergleichen. Krass. Hat sie sich danach noch mal bei dir gemeldet? Ja, auch die ganze Zeit über. Und das war, ich sag mal, gelinde gesagt, teilweise verstörend. Okay, bevor wir da weiter drauf eingehen, möchte ich mal ganz kurz durch den Chat scrollen, weil da sind einige Sachen. Erstmal wunderschönen guten Abend an all die Menschen, die dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Ich schau mal. Däumelinchen schreibt, wenn der Mensch sich einsam fühlt, leidet die Psyche. Tut mir leid, dass du das erleben musstest, aber du wirkst, als wenn du an den Erfahrungen gewachsen bist. Ich kann heute wieder absolut nicht lesen. Auf jeden Fall. Also als ich von mir aus gesagt habe, ich brauche ärztliche Behandlung wegen meiner Depression, hat dieser Ersttermin gefragt, ja, erzählen Sie mal über Ihre Kindheit oder Ihre Mutter, was ist denn da? Ich habe dir das erzählt. Die hat mich angeguckt, also man hätte einen Lappen unter das Kinn packen können und wir dann loslaufen, die hätte den Boden wischen können. Und ich habe gesagt, ich bin damit völlig im Reinen mit mir. Krass. Krass. Maki schreibt, anderen vergeben ist das eine, sich selbst zu vergeben ist das Schwerste. Ich denke, da kommen wir heute auch noch drauf. Aber ja, du hast recht. Definitiv. Jo Basti schreibt, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 6. Mein Erzeuger kam anfangs alle 2 Wochen zu uns, hat noch einen jüngeren Bruder, hat uns abgeholt und einen schönen Tag mit uns verbracht. Später kam er alle 4 Wochen, dann alle 6 Wochen, zweimal vielleicht und dann noch 8 Wochen. Danach war Schluss mit Kontakten seinerseits. Er hat den Kontakt komplett zu uns abgebrochen. Zu Weihnachten habe ich den Kontakt zu ihm wieder gesucht und er hat ihn angenommen. Wir haben uns ein paar Mal geschrieben und auch telefoniert. Er hat mir immer gesagt, dass er mich besuchen kommen möchte, aber es wegen seiner gesundheitlichen Probleme nicht geht. Hatte ich ihm angeboten, ihn zu besuchen. Er wollte es nicht. Es ging nun 6 Monate lang so. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich will ihn vergessen, aber ich kann es nicht, weil ich ihm letztendlich vergeben möchte. Vielleicht hast du heute einen Ansatz dafür, Jo Basti. Wir kommen auf jeden Fall noch auf das Thema. Sinnvoll. Was habt ihr denn all mit Kokosnuss-Evo? Was ist denn mit euch? Wenn ich kurz zwischenfragen darf, wann bist du in psychische Behandlung gegangen? Ich hatte in Anführungsstrichen Glück, also ich glaube nur 3 oder 4 Monate auf den Therapieplatz gewartet. Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich Glück. Da war der gute Punkt, ich bin zuerst zu einer Psychiaterin. Dann Medikamente einstellen und probieren und dergleichen. Und sie hatte halt einen alten Studienfreund, der zufällig in dem Moment einen Platz frei hatte. Ja. Auch ein bisschen außerhalb, aber das war es allemal wert. Wie alt warst du da? Vor 8 Jahren, 26. Okay. Also dann auch erst nachdem quasi sehr, sehr viel passiert ist. Du sagtest, deine Mom hat sich nach dieser ganzen Tortur durch diese 6 Wochen also Einsperren in der Wohnung, danach 3 Monate heim und dann zurück zu deinem Dad. Sie hat sich zwischendurch gemeldet und es war teilweise verstörend. Was hat sie geschrieben? Was wurde da kommuniziert? Ironischerweise sehr, sehr wenig bis gar nichts. Okay. Also es waren so einfach Grüße und hab dich lieb, Mama Jane und was ähnlich was alles. Aber sie hat immer irgendetwas mit reingepackt. Und das zog sich hin wirklich bis, oh Gott, bis 25.
Und das waren dann wirklich so Sachen, mal also ich war volljährig und dann kommen aber immer noch solche Gimmicks von der Mickey Maus zum Beispiel mitgeschickt. Okay. Also, als ob sie in der, ich hatte das Gefühl, sie ist in der Zeit stehen geblieben. Ja, als ob ich immer noch irgendwie 8, 9, 10, 11, 12 wäre. Okay, das kann tatsächlich sehr verstörend wirken. Das kann ich mir vorstellen. Was ist so das, ich sag mal, das Schlimmste gewesen, was dir so im Kopf geblieben ist? Ich glaube, Glitzerhandbücher und Glitzerbleistifte. Uff. Mit 23 oder so. Das ist krass. Krass. Also, ich spreche niemanden sein Glitzerbuch oder Glitzerbleistift ab, aber Auf keinen nee. Fall. Ich meine, man sollte ja auch meinen, dass sie dich als ihren Sohn kennt. Und ich schätze dich jetzt nicht ein als jemanden. Ich habe ein bisschen Menschenkenntnis. Ich schätze dich jetzt nicht als jemanden ein, der ein Glitzerbuch feiern würde. Nee, nicht unbedingt. Ich würde es vielleicht nehmen, wenn es grün ist, aber sonst vielleicht auch nicht unbedingt. Also kann ich verstehen. Blue, vielen, vielen Dank für deinen Sub und das schon 5 Monate. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Wie hast du dich damit gefühlt? Hast du mit deinem Dad darüber sprechen können, was passiert ist? Hast du das Ganze irgendwie mal mit ihm kommunizieren können? Schwierig, weil er eine sehr keine gute Meinung von meiner Mutter hat. Okay, also das heißt, es war kein sachliches Gespräch möglich, sondern nur immer. Also ich kann es ihm nicht verübeln, weil er hat mir irgendwann vor 7 Jahren mal erzählt, wie sie mit ihm Schluss gemacht hat und das war echt hart. Okay, magst du es erzählen? Klar, das war Heiligabend. Mein Vater kam von der Spätschicht, ich war schon im Bett. Dann wollte er sich einen schönen Abend mit meiner Mutter machen, ist dann runter in den Keller, hat dann eine Flasche Wein rausgeholt, kommt hoch, macht den Wein auf und da sagt sie, du, ich liebe dich nicht mehr, ich habe einen auf der Straße gesehen, den habe ich mich verliebt. Okay, sehr krass. Deswegen hat, also er hat keine so gute Meinung davon. Montana Wuff meint, er müsse auch was dazu sagen. Es tut mir leid. Hol mal raus mit. Alles raus, was keine Miete zahlt, genau. Krass. Glaubst du, das war zu dem Zeitpunkt auch ein. Du hattest es vorhin, glaube ich, Schub oder Anfall genannt. Glaubst du, das hing auch mit der Schizophrenie zusammen? Ich weiß es nicht. Also dafür war ich zu jung, um das mitzukriegen und schon im Bett. Ja, ne, na klar. Krass. Dein Vater hat ja in der Zeit, wo du da warst, auch eine Beziehung gehabt, verheiratet. Hattest du da irgendwo auch eine weibliche Ansprechpartnerin? Ja, er hatte damals eine langjährige Beziehung. Und als dann klar wurde, dass ich zu ihm komme, also das, woran es hing, war halt im Prinzip nur der Gerichtsweg, hat sie zu ihm gesagt, weil sie sehr einnehmend war, entweder dein Sohn oder ich. Oh. Mein Vater hat direkt gesagt, da ist die Tür. Krass. Ja, Props an deinen Dad. Hätte ich nicht anders gemacht. Wahnsinn. Alter, alleine jemanden vor diese Option zu stellen, ist einfach nur absolut widerwärtig. Naja. Selbst wenn es nicht um Sohn geht, sondern Person X oder ich, das ist schon ein No-Go. Generell, also ich, I mean, generell jemanden vor eine Wahl zu stellen, entweder das und das oder ich, also es ist einfach absolutes No-Go, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Wenn du eine Pelu, Pe Pe Pelu, ich kann heute nicht reden und nicht lesen. Wenn du eine Person liebst, dann tust du das entweder ganz und mit allem oder halt gar nicht. Dann lass es halt. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Ja. Das heißt, ihr habt dann quasi eine Männer-WG geführt. Ja. Ihr habt jetzt vorher lange Zeit keinen Kontakt. War das komisch, dann direkt mit Sack und Pack zu deinem Dad zu kommen? Naja, viel Sack und Pack hatte ich ja nicht. Ach so, ja, okay. Es war halt, als die Polizei klingelte, war dann so ein. Ich glaube, ich bin so, wie ich bin ich gleich mitgegangen, also muss ich gleich mitgehen. Und ich glaube, später kam irgendjemand vom Jugendamt mit ein paar Sachen von mir.
Okay, also du hattest gar nicht die Möglichkeit, großartig vielleicht emotional wichtige Sachen für dich einzupacken oder so. Da wurde direkt ein Schlussstrich gezogen. Hast du das mal vermisst? Hast du mal so zwischendurch zurückgedacht und gedacht, ach scheiße, das hätte ich gerne noch mal irgendwie in der Hand gehabt oder hätte ich mich irgendwie emotional von verabschieden wollen so? Nein, also wir hatten dann nochmal die Möglichkeit, ein paar Sachen rauszuholen. Als ich dann mit meinem Vater war, ich meine, als die Geschwister meiner Mutter dann die Wohnung ausgeräumt hatten, sind wir hin und haben sozusagen mein Zimmer ausgeräumt. Okay. Ja, das sind ja super viele emotionale Breaks, die du einfach auch schon bis zu diesem Zeitpunkt, wo du zu deinem Dad gekommen bist, gemacht haben musstest, weil du gar nicht aus deinem eigenen Willen heraus, sondern weil du es musstest. Also zum einen dieses, dass du von der Polizei rausgerissen wurdest, dann gemerkt, okay, hey, die Leute in der Schule haben hinter meinem Rücken einfach nur noch Bums erzählt. Das heißt, diese emotionale Geschichte zum besten Freund zum Beispiel wurde auch einfach instant zerrissen. Dann die Sache, dass du aus deinem komplett gewohnten Umgebung raus bist und zu deinem Dad gegangen bist. Das sind ja schon alles sehr, sehr viele Sachen, mit denen du von jetzt auf gleich irgendwie klarkommen musstest. Hat das was mit dir gemacht? Oder hast du das einfach hingenommen, wo du gesagt hast, ja, ist jetzt halt so? Ich habe es im Großen und Ganzen hingenommen. Also es war, also dieses Heim, das war am Anfang befremdlich, definitiv. Einfach im Vergleich diesen Vorzug zu haben, rausgehen zu können und dann Freunde im Heim zu finden, hat mir sehr viel gebracht. Und dann dieser Punkt, als ich zu meinem Vater kam und wusste, ich wechsle die Schule. Einfach, im Prinzip ist es einmal ein kompletter Reset. Ja. So habe ich ihn gesehen und so habe ich ihn auch angenommen. Wahnsinn, aber das auch mit super jungen Jahren eigentlich, also mit 14 zu sagen, okay, ich sehe das jetzt als positiv und nicht zu sagen, ja, aber meine Freunde oder weiß ich nicht, meine Mom oder dies und das, alles, was vorher so eine emotionale Basis aufgebaut hat, einfach weg, dass man das dann in so jungen Jahren mit 13, 14 sagen kann, das ist schon ein starkes Stück. Also da muss man halt schon emotional gefestigt sein, gerade in dieser Zeit, wo man in der Pubertät ist und sowieso eigentlich mit sich selbstständig irgendwie struggelt und alles Mögliche irgendwie, durch pubertäre Geschichten einfach irgendwie durchleben muss. Wie ging es für dich weiter dann schulisch? Wann war so der Punkt, wo du vielleicht gemerkt hast, okay, irgendwie bin ich vielleicht auch emotional einfach anders als andere? War das schon in der Schule? Nee, also ich muss sagen, als ich dann in die neue Schule gekommen bin, in die neue Klasse und alles, es war, als ob nie was gewesen wäre. Ich habe Freunde Okay. gefunden, wir haben rumgealbert, wir sind dann später in den späteren Jahren am Wochenende immer um die Häuser gezogen. Sehr gut. Also, na gut, die wenigen Häuser, die wir da hatten, aber. Ich verstehe das voll. Ja, immer so diese Viererhäuser, so im Dorf halt, und dann kannst du immer um den Pudding laufen. Ja, also ich sag mal so, das Kuhkaff zählte wirklich als Stadt, was ich immer Oha. noch nicht verstehen kann. Aber wir haben am Wochenende, oder ich habe jedes Wochenende mindestens 10, 15 Kilometer gerissen. Ganz normal Zu im Fuß. Dorf, ganz normal. Richtig. Oh, Bus kommt erst Deswegen. in einer halben Stunde, aber da kann ich auch laufen. Ganz normal. Ja, Ja, ja. ist so, ist so. Ich verstehe das voll. Taxi in die nächste Großstadt kostet 30, 40, 50 Euro. Da kannst du auch laufen, ist egal. Ja, okay, cool. Also das heißt, da hattest du auch wirklich diesen Reset, den du dir erhofft hast. Das war so Genau. dein Punkt. Hast du, also emotional auch einfach komplett neu alles neu aufgebaut. Hast du dich jemals irgendwie schuldig gefühlt, dass dein Dad und seine Freundin ihre Beziehung wegen dir im Prinzip beendet haben? Also natürlich nicht wegen dir, aber sie hat es ja so gesehen. Nee, das hat er mir erst später erzählt. Ach so. Und da hatte ich schon diese Einstellung, vor so eine Wahl stellt man niemanden. Und das war so, aber so ein Moment, wo ich doch etwas Achtung vor meinem Dad wiederbekommen habe. Ja, weil vorher sind ja auch super viele Jahre, ich sag mal, einfach verstrichen, in denen ihr nicht so viel Kontakt hattet. Und dann plötzlich wieder. Wahnsinn. Was ist passiert danach, nach deiner Schulzeit? Ja,
Gar kein Führerschein und keine gute Anbindung, weil ich erstmal lange Zeit ausbildungssuchend. Und da kamen dann auch immer mal wieder wirkliche Briefe von meiner Mutter. Okay. Dass ich halt leid tue und dergleichen. Und hatte mir eigentlich nur gewünscht, dass er aufhört, mir zu schreiben. Ja. Verstehe ich. Und jedes Mal, wenn irgendwas von ihr da ankam, habe ich mich so einen gewissen Punkt, habe ich mich immer so, ja, wie ein Idiot oder wie ein Arsch gefühlt, weil ich einfach keinen Kontakt haben wollte. Ja, es Also ist so ein also, bisschen Selbststruggle, so ja. zwischen, es ist meine Mom, aber ich will wirklich nicht nochmal mit deinen Geschichten konfrontiert werden. Richtig. Was hast du dann daraus gemacht? Ja, irgendwann fing ich dann an, ein bisschen zu überlegen. Und immer wenn die Briefe kamen, dann waren da auch Adresse und Telefonnummer mit, melde dich doch mal bitte und dergleichen. Und das war immer so der Punkt, okay, mache ich nicht, mache ich nicht. Aber du hättest Und das für sie getan, nicht für dich. ich weiß es nicht. Es war Okay. immer so der Punkt, dass ich für mich zwar abgeschlossen hatte, aber immer wenn so ein Brief reinkam, kam es halt wieder auf den Tisch. Ja. Ja. Und dann vor drei, nee, vor 2019. Beziehungsweise 2018 habe ich dann das erste Mal gesagt, okay, ich rufe an. Und das hat im ersten Moment echt Überwindung gekostet. Glaube ich. Ja. Warum? Weil du dich geschämt hast, dass so lange kein Kontakt da war, oder weil du deiner Mom wirklich auch Vorwürfe gemacht hast für das, was sie damals getan hat? Also vor meiner Depression auch die Vorwürfe. Und dann ist es dieses, man hat sich lange nicht gemeldet und es ist ein unangenehm, da wirklich mal anzurufen. Ja, okay, das kann ich auch Dieses nachvollziehen. Gefühl. Wofür hast du sie, oder welche Vorwürfe waren am lautesten? Welcher Vorwurf war am härtesten? Was hast du ihr explizit vorgeworfen, dass sie dir die Freiheit für 6 Monate geraubt hat? Am Anfang ja. Also dass ich diesen Punkt in dieser Schule, das hat mich richtig runtergezogen. Also du hast sie im Prinzip verantwortlich gemacht dafür, was dann mit deinen Freunden aus der Schule, diese Situation aus der Schule passiert ist. Okay. Und dann, als bei mir die Depressionen angefangen haben und es kam lange Zeit lang nichts von ihr, gerade auch während meiner Depression, Ja. dieser extremen Phase. Und dann habe ich so langsam, als ich es selbst erlebt habe, also nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches, wie das Ganze dann bei mir im Kopf gerattert ist. Und ich bin dann, als ich angerufen habe, bin ich schon vorher, eigentlich vorher zu dem Schluss gekommen, das war so genau dieser Moment. Man bekommt einen Brief, überlegt, okay, eigentlich sollte ich, lässt sich so viel Zeit, dass es wieder unangenehm ist. Und dann kam der zweite und da habe ich dann angerufen. Und in dem Zeitpunkt, als ich angerufen habe, war mir klar, ohne diese 6 Wochen wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es jetzt ist. Und ich bin froh, wie es jetzt ist. 6 Wochen oder 6 Monate? Sechs Monate, entschuldige. Okay, ja, alles gut. Nur nochmal zum Verständnis, nicht, dass ich was Nee, Falsches ja. sage. Okay. Das heißt, aus diesem Telefonat, ist das Ganze nur in deinem Kopf passiert oder habt ihr auch darüber gesprochen? Wir haben erstmal, das war erstmal so dieses typische, man hat sich lange nicht gehört, Smalltalk. Was machst du so? Wie ist das Wetter Wie draußen? geht's? So ungefähr. Ja. Erstmal so ganz oberflächlich, würde ich sagen. Bis wir uns dann das erste Mal getroffen haben, da sind wir zum Essen gegangen und ich war erstmal heilends erschrocken, weil ich hatte sie das letzte Mal einmal nochmal mit 16 gesehen und ich hatte sie ja fast 14 Jahre lang nicht gesehen. Wahnsinn. Nee, sogar 15, glaube ich sogar. Das war erstmal ein Schock, wie sie aus. Also ich dachte, was ist mit der Frau passiert? Aber die Medikamente und alles. Also sie sieht um Weiten älter aus, als sie ist und gibt sich auch um Weiten älter von der Körperhaltung und alles. Okay. Und dann hat sie sich wirklich
entschuldigt dafür und da habe ich gesagt, du, ist alles in Ordnung, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich kann es vor allem jetzt, nachdem ich selbst sowas in der Art hatte, nachvollziehen. Und in gewisser Weise bin ich dankbar für dass es passiert ist, weil ich jetzt an diesem Punkt stehe. Das heißt, aber es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis du selber zu dieser Einsicht gekommen bist. Du sagtest, vor deiner Depression waren es halt auch viele Vorwürfe. Hat dir die Therapie, die du dann mit 26 begonnen hast, hat dir die bei diesem Gedankengang oder bei diesem ja doch Gedankengang geholfen, von ich mache meiner Mom Vorwürfe zu, ich bin dankbar für die Situation. Das bedeutet ja lange nicht, dass man dankbar dafür ist, dass sie das getan hat, sondern vielleicht eher dankbar dafür ist, dass man jetzt der Mensch ist, aufgrund von all dem, was man erlebt hat, der man jetzt ist. Hat dir die Therapie dabei geholfen? Etwas, würde ich sagen. Also wir haben weniger Tiefentherapie, sondern Verhaltenstherapie gemacht. Und das hat mir halt geholfen, mehr in mich hineinzuhören. Und dann auch mal um eine weitere Ecke zu denken, die ich ansonsten nie gegangen wäre. Was hat dir, du sagtest, auch vor deiner Therapie warst du schon relativ gefestigt oder du hast deiner Therapeutin auch gesagt, ich bin cool mit der ganzen Situation. Was hat dich cool gehen lassen mit dieser ganzen Situation? Muss Kannst du es ich so ungefähr ein bisschen es beschreiben? ist schwer, also ich habe die Situation akzeptiert und bin da schon so ein bisschen, also in dem Punkt schon ein bisschen durchgegangen, wie bin ich an diesen Punkt jetzt gekommen? Und das zum einen und zum anderen, wo man kein Problem sieht, ist auch keins. Ja. Also wenn sich meine Mutter nicht gemeldet hat, war es für mich halt auch nicht mehr im Kopf. Okay. Kurz nochmal zurückgesteppt zu der Depression an sich. Du sagtest, dass du eine Beziehung hattest, aufgrund dieser Beziehung nach Berlin gezogen bist und diese Beziehung sich dann zerschlagen hat und du alleine in der Großstadt existiert hast. Mehr oder minder alleine. Okay. Die Depression kam dann daher, keine Sozialkontakte, keine Anbindung, was war im Prinzip der Auslöser oder war es vielleicht einfach alles zusammen? Alles zusammen und halt mit diesen permanenten Gedanken. Ich habe die Leute, die mir wichtig waren, sozusagen dagelassen. Also, im Westen. Und es war halt immer dieser Punkt. Man kennt's, ja, wir melden uns, wir telefonieren wöchentlich oder sowas und der Abstand wird immer größer. Ja. Und es gibt welche davon, mit denen habe ich seit Jahren nicht mehr initiativ gesprochen. Wahnsinn, okay. Ja. Und in dieser Zeit, wo du die Depressionen dann erlebt hast, beziehungsweise wahrscheinlich auch immer noch zwischendurch immer wieder erleben musst, ist es ja schon ein sehr, sehr großer Schritt zu sagen, hey, ich gehe weg von diesen negativen Gefühlen, die ja da sind. Zum Beispiel, ich mache meine Mom verantwortlich für all das oder ich bin. Ja, ich kann ihr das alles nicht verzeihen, nicht vergeben. Wo war der Punkt, wo du selber gesagt hast, okay, Vergebung ist das richtige Wort, was ich jetzt brauche, vor allen Dingen auch, um mich selbst zu heilen? Die Intention dazu hatte ich halt, als mir klar wurde, ich treffe mich mit meiner Mutter. Dieses richtige Gefühl kam erst, als sie es angesprochen hat und ich mich wirklich sagen hören, du brauchst dir keinen Vorwurf machen. Okay. Und das war so der Moment, wo auch von mir sehr viel abgefallen ist. Das heißt, also eigentlich war dieses Gefühl schon lange da, zu sagen, hey, ich mache dir eigentlich gar keinen Vorwurf mehr, ich verzeihe dir das, ich vergebe dir vielleicht sogar. Der war schon lange da, aber was hat dich im Vorfeld davon abgehalten, das nicht früher zu machen? Glaubst du, das ist so ein bisschen vielleicht auch dieser, ja, dieses, so, diese Sache so, ja, sie hat das und das mit mir gemacht und eigentlich darf ich das gar nicht verzeihen. Vielleicht auch so ein bisschen diese Ego-Schiene. Vielleicht hat auch die Meinung von meinem Vater ihr gegenüber mit reingespielt. Aber ja, das ist.
Ich glaube einfach wieder dieses Fass aufzumachen und dann wieder in irgendetwas reinzurutschen, was ich eigentlich nicht will. Das war auch so ein ganz großer Punkt. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass die Depression an sich mit allem eigentlich auch zu tun hatte und alles irgendwie mit einbegriffen hat, hast du danach, oder ich frage anders, was hast du danach empfunden? Was hast du gefühlt, vielleicht auch in Bezug zu deiner Depression, nachdem das ausgesprochen wurde? Ich muss sagen, also ich habe meine Depression sozusagen erst überstanden und habe dann mit ihr gesprochen. Okay. Und das war nochmal ein großer Schritt in eine Richtung, die mir gefällt, sagen wir es mal so. Also hattest du das Gefühl, dass da was abfällt, vielleicht einfach Ballast, den man lange Zeit mit sich rumgetragen hat? Auf jeden Fall. Und was mir auch noch sehr geholfen hat, ist, werde ich nie vergessen, diesen Blick, den sie hatte, total erstaunt und überrascht. Und sie konnte gar nicht wirklich glauben, dass ich das gesagt habe. Aber das zeugt ja Und auch von ganz viel Einsicht von ihrer Seite aus. ja. Also, dass sie ja auch gesehen hat, was da eigentlich passiert ist. Definitiv. Glaubst du, dass Vergebung von zwei Seiten passiert? Also jetzt auch, wo du das so sagtest mit diesem Blick, dass im Prinzip du hast ihr vergeben und dadurch hast du ihr im Prinzip geholfen, sich selbst auch zu vergeben? Ja. Und die Ironie ist, es ging sogar noch eine dritte Schiene weiter. Dieser Blick hat mir auch gezeigt, dass sie sich vergeben hat und ich mir vergeben hat, dass ich mich so lange einfach nicht gemeldet habe. Das kam noch oben drauf. Ja, stimmt. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Chat, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz eine Chatrunde machen, sonst bin ich hier gleich wieder ganz woanders. Aber vielleicht habt ihr mal Lust, reinzuschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das auch gekonnt hättet oder ob ihr vielleicht auch mal jemandem verziehen habt, in eurem Leben, der so, was so einen Einfluss auf euer Leben hat. So, Blue, nochmal vielen Dank für deinen Sub. So, ich muss mal kurz schauen. Hallo Zucker, einen wunderschönen. Ja, der Wurf hat immer Mitspracherecht, auf jeden Fall. Schlümpfchen schreibt, ich habe gerade absolute Gänsehaut. Mein größten Respekt, du kommst sehr reflektiert rüber. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr schwerer Weg war. Der beste Beweis, dass man sich niemals aufgeben soll, sondern kämpft, auch wenn man sehr oft fällt. Denn es hat dich zu dem gemacht, der du bist. Schön, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Danke dir dafür. Lieben gern. Und Zylinderliebe, das beweist wieder mal, dass keiner allein ist. Absolut. Zenfis, vielen Dank für deinen Sub und das auch schon, das für hier drei. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Noisy, ein wunderschön. Schreibt es halt hart. Einerseits ist man schwer verletzt, andererseits kann man einen Kranken schwer was vorhalten, dass sie sich selbst nicht ausgesucht haben. Man steht emotional zwischen zwei gegensätzlichen Kräften und das zerreißt einen. War das für dich ein Thema? Also auch als du deiner Mom selbst verziehen hast, war die Schizophrenie für dich in dem Moment ein Thema? Ich wusste, dass sie es hatte und jetzt um Längen auf dem Weg der Besserung ist. Für mich war es, also nicht dieses Gefühl zwischen den Stühlen zu stehen, war es in dem Moment nicht. Weil ich also ich spreche jetzt von dem Zeitraum vor meiner Depression. Ich hatte es geahnt, aber ich habe nie wirklich irgendwie von ihr oder von sonst wem erzählt bekommen, genau das hat sie. Okay. Und ich habe es nicht verstanden, ich glaube, ich wollte es manchmal auch nicht verstehen. Das heißt aber im Endeffekt, dass du den Menschen hinter der Erkrankung Schizophrenie verziehen hast und nicht der Schizophrenie an sich. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Ja, also ja, könnte man so sagen. Ich habe am Montag einen Stream zusammen mit der lieben Freiraum-Re Kim gehabt, in dem es unter anderem, bevor wir getalkt haben, darum ging, dass Jan und Tim, kennt ihr vielleicht von Gewitter im Kopf, da wurde etwas gepostet, was ja sehr, sehr stark
in die rechte Schiene betitelt ist. Und Jan hat Tourette, das Tourette-Syndrom. Und jetzt gibt es da sehr, sehr viele Vorwürfe, dass das Video zwar geschnitten wurde, aber halt das nicht rausgeschnitten wurde. Und ich finde, das ist, also man kann ihm dafür keine Vorwürfe machen, dass er das gesagt hat, weil es ist aufgrund seiner Krankheit entstanden. Und dementsprechend kann man ihm da keine Vorwürfe machen, wofür man ihm vielleicht Vorwürfe machen könnte, aber das hat halt nichts mit seiner Krankheit zu tun, deswegen gebe ich das Beispiel gerade hier weiter, dass keine Triggerwarnung zum Beispiel reingeschrieben wurde, weil es halt, sich halt wirklich um eine sehr, 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 sehr rechte Aussage handelt und eine absolut inkorrekte Aussage, die viele Menschen, viele Opfer von begangenen Taten einfach sehr respektlos behandelt. Und dementsprechend ist es ist ein Unterschied, ob eine Krankheit für etwas verantwortlich ist, eine Erkrankung für etwas verantwortlich ist und man das verurteilt oder ob man den Menschen dahinter verurteilt für etwas. Und deswegen gebe ich das hier nochmal so an. Und ich finde, gerade dann, wenn du das ausblendest, wenn du diese Krankheit ausblendest und sagst, hey, ich verzeihe diesen Menschen dahinter, ich möchte meiner Mutter, diesen Menschen, trotz allem gebe ich das weiter, dass ich ihr verzeihe. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt, weil es ist einfach zu sagen, okay, sie hat Schizophrenie gehabt und das ist damit zu erklären und damit ist das weg. Sondern du hast genau das eben nicht getan, du hast dahinter geblickt und hast sie trotzdem verziehen. Und das finde ich einen sehr, 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 sehr großen Schritt. Und wie gesagt, für mich macht das einen Unterschied. Staubi schreibt noch, ich könnte mir vorstellen, dass das Schlimmste an der Situation die Einsamkeit war. Keiner braucht Eltern, keine brauchbaren Eltern allein in der Großstadt und so weiter. Naja, keine brauchbaren Eltern ist ja auch nicht richtig, Staubi. Du hattest ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Vater dann im Endeffekt, oder Ilf? Oh, durchwachsen. Sehr, okay. sehr durchwachsen. Aber in dem Moment, wo du gegangen bist nach Berlin, wie war das da so? Ja, also ein Kumpel hat mich rübergefahren mit meinem ganzen Kram. Und da musste ich echt mit den Tränen kämpfen. Also dieses Ausziehen von zu Hause, von meinem Vater weg, das war echt hart. Glaube ich. Und ihm hat man es auch angesehen, dass es dass er damit Probleme hatte, im Gegensatz zu meiner manchmal doch Vermutung, die ich hatte. Okay. Glaubst du, er hat vielleicht doch manchmal einfach sehr, sehr hart zu dir gesprochen oder ihr seid einfach sehr, sehr häufig angeeckt, weil er dir einfach viel mitgeben wollte, weil er vielleicht auch das Gefühl hatte, dass du nicht so viel mitbekommen hast, als du bei deiner Mom warst? Das glaube ich nicht. Okay. Also ich muss vielleicht dazu sagen, also ich per se vermute, mein Vater ist harter Alkoholiker. Okay, alles klar. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal deutlich schwieriger. Ja, und er ist einer von den Leuten, die betrunken sind, die dann melancholisch werden. Und das war manchmal richtig anstrengend. Okay, das glaube ich. Vor allen Dingen weißt du dann in dem Fall auch nicht unbedingt, okay, ist es jetzt wirklich aus dem Alkoholrausch heraus oder kommt es jetzt wirklich einfach daher, dass er jetzt darüber reden muss, sprechen muss? Das ist eine sehr schwierige Situation, das glaube ich. Und dazu noch seine ganzen, ich will es mal grob fassen, seine ganzen Liebschaften, die waren manchmal echt anstrengend. Ah, okay. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ist es bei dir jetzt, bevor ich Chat weiterlese? Bist du in Arbeit oder also kannst du eine Tätigkeit ausüben? Ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht, also die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Mhm. Hatte dann beim Arbeitgeberwechsel dann meinen wirklichen depressiven Anfall. Mhm. Also mit Weinkrampf, Zitteranfällen, Angstzuständen. Oh krass. Und das mitten auf der Berliner Autobahn. Dann fing die ganze Therapie an und alles und auch die Reha. Mhm. Dann habe ich eine Umschulung gemacht und ich muss sagen, ich habe Urspaß an meinem Job. Das Schlimmste an meiner Arbeit ist, dass ich da hinfahren muss und wieder zurückfahren muss. Was machst du jetzt, wenn du erzählen magst? Ich bin Fachinformatiker an Berufsschulen in Berlin. Cool.
Das ist sehr cool. Macht richtig Laune. Das glaube ich. Auch wenn manche Schüler und Lehrer echt dämlich sind. Ich glaube, das gehört dazu, aber meistens sitzt das Problem immer vor dem Rechner. Staubi schreibt, Auch. ich habe schon Leuten verziehen und zwei Chancen gegeben. Allerdings habe ich umgekehrt nie viel Glück damit, dass man mir Fehler verzeiht. Wie ist das bei dir? Hattest du danach auch noch mal in irgendeiner Weise die Situation, dass du jemandem verzeihen musstest oder verziehen hast nach deiner Mom, beziehungsweise vielleicht auch dir selbst? Mir selbst ist mit einer aktiven Depression immer schwer. Ja. Das ist, glaube ich, ein größerer Schritt, als jemand anderen zu verzeihen. Ich habe diversen Leuten verziehen, beziehungsweise vergeben, unter anderem besagter Ex-Freundin. Okay. Sie hat sich, als ich dann in Berlin war, schuldig gefühlt und hat mich mit in Pen and Paper Runden sozusagen mitgebracht, damit ich Leute kennenlerne, weil es halt ein gemeinsames Hobby war. Und spule mal weiter. Das Ganze ging so weit, dass ihre Eltern mich jetzt als quasi Adoptivsohn sehen Okay. und ich ihr Trauzeuge auf ihrer Hochzeit war. Oh, wild. Oh, das ist wild. Und Und der Witz ist, ich war bei zwei Hochzeiten, beides mal Trauzeuge, und die zweite Hochzeit diesen Jahres war bei einer, die ich gedatet hatte und das nichts geworden ist. ach, wild. Okay, erzähl mir nichts. Das ist ja krass. Du hast echt verdammt. Du, also Wahnsinn, also das zeugt echt Respekt. Krass. Und du hast dich damit nie irgendwie scheiße gefühlt oder so? Bei meiner Ex-Freundin, nö, nie, überhaupt nicht. Vor allem die Ironie ist, dass ihr Mann, hätte sie mich nicht gefragt, hätte er mich gefragt. Das war der Witz überhaupt. Ist das geil. Krass. Bei der anderen, also bei der, die ich gedatet hatte, da war es echt. Das war ein Ritt. Okay. Er hat ein Freund vom Westen ist dann rübergekommen und ich hatte es schon einmal quasi verbockt mit ihr und dann haben wir, okay, wollen wir nochmal und dann sind wir zum Mittelaltermarkt. Und dann hat es zwischen den beiden gefunkt gehabt. Oh nein, wie ärgerlich. Oh, Scheiße. das war echt. Und ich war, da muss ich sagen, ich war heilfroh, als das auseinanderging. Also ich habe es ihm sehr übel genommen, ihr weniger. Ja, okay, das Ja. Aber jetzt mit ihrem Männer, das ist so dieses typische, ja, was weiß ich, was du die ganze Zeit machst, sagst du zu mir. Und ich so, ja, ich komme hier immer her und habe meine Affäre. Und sie so, was, wen denn? Und tippe ich ihren Mann an, naja, ihn, ne? Witzig. Okay, das ist krass. Das ist echt Rückgrat. Meine Fresse. Also ich weiß nicht, wie viele Männer das da draußen machen würden. Also da muss ich echt sagen, viele haben einfach dann so ein gekränktes Ego und das ist dann irgendwie so ein Ego-Ding. Ich glaube sowieso auch dieses das Verzeihen und so weiter. Ich merke das in mir selber auch. Das hat oft einfach auch was damit zu tun, dass man sich selber vielleicht auch zu schade ist für Dinge und dass man selber halt einfach sagt, hey, ich bin mir zu schade dazu, einem Menschen zu verzeihen, obwohl es eigentlich das Richtige wäre, weil es, wie du schon sagtest, einfach auch ein Gefühl davon ist, dass man wirklich lastlos wird. Und ich glaube, wir würden alle deutlich leichter leben, wenn wir zum einen so viel Rückgrat hätten wie du und wenn wir zum anderen einfach auch mal unser Ego ein bisschen beiseite lassen würden. Auch Absolut mit krass. zu schmeicheln, sonst wäre ich noch knallrot. Das macht nichts, es ist nicht schlimm. Zucker für die Ohren schreibt, ich habe sehr vielen Menschen verziehen nach meiner Reha, aber ich habe auch Menschen, denen ich ihr Verhalten bis heute nicht verziehen habe, da diejenigen nicht einsehen, das Verhalten zu ändern, obwohl sie wissen, dass sie damit andere verletzen, sind aber glücklicherweise nur zwei. Okay. Mika, das habe ich wahrscheinlich überlesen, ja. Kletthamster schreibt, Vergebung heißt nicht vergessen. Ich konnte mir nach 14 Jahren vergeben, dass ich damals nicht stark genug gewesen bin, zu verhindern, was passiert ist, weil mir klar geworden ist, ich hätte es nicht verhindern können. Ich kann diesen drei Menschen nicht vergeben, aber das muss ich auch nicht. Wichtig ist es für mich, dass ich aus Selbstliebe
Selbstliebe mir immer wieder klar mache, ich habe überlebt und das ist das Wesentliche. Ich hoffe, es ist nicht, es ist nachvollziehbar. Ich möchte nicht zu sehr triggern. Es ist alles gut, Hamster, alles gut. Ja, sag gerne was dazu. Ist absolut verständlich. Also es gibt gibt's momentan aktuelle Sachen, wo ich wirklich noch. Ja, es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich immer noch echt sauer bin, vor allem auf meinen Vater. Okay. Wo ich weiß, das wird wahrscheinlich nie angesprochen werden, weil er es als nicht so schlimm empfindet. Und wenn ich daran denke, denke ich mir, was für ein Arsch. Aber es macht ihn in dem Sinne nicht weniger zu meinem Vater, den ich ja doch liebe, würde ich sagen. Aber dieser Punkt, jemanden vergeben zu können, der muss aus einem selbst kommen. Das kann man nicht erzwingen. Das ist, solange da noch irgendwas im Hinterkopf webt, was dagegen spricht, sollte man nichts erzwingen. So. Würdest du sagen, dass Vergebung etwas ist, was man, also dass es ein erstrebenswertes Ziel ist? Also dass man sagt, okay, es ist absolut erstrebenswert, Leuten zu vergeben und es ist gut, wenn man das Ganze irgendwie, wenn man jemandem vergeben kann? Ja. Also man kennt es vielleicht, dieses, man hat irgendwie Scheiße gebaut und der andere zieht einen sozusagen immer damit auf, so einen Spaß hinein. Und ich als depressiver Mensch denke mir immer, okay, vielleicht nimmt er mir das doch noch übel, was kann ich dagegen tun? Oh, das kenne ich. Ja. Ja. Deswegen, ich habe so einen meiner besten, also eigentlich meinen allerbesten Freund so verloren. Okay. Also dieses ständige Vorhalten einfach. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Und ich würde vermuten, er hält es mit vor. Was ich auch mit dem, was ich gesagt habe, sehr nachvollziehen kann. Habe mich mehrfach dafür entschuldigt und naja, er ist einen anderen Weg gegangen. Okay. Also, ich bin ja immer ein Fan davon, alles zu kommunizieren, was irgendwie geht. Du hast es versucht, du hast dich entschuldigt. Ich glaube, Vergebung ist eine zweiseitige Sache. Also, nur weil der eine das tut, heißt das noch lange nicht, dass der andere es auch tut. Ich glaube, wichtig ist, selbst wenn jemand, also in dem Fall zum Beispiel dein bester Freund, wenn er dir nicht vergibt, dass du dir selbst halt im Endeffekt dafür vergibst, dass du es gemacht hast. Mehr als dich entschuldigen kannst du nicht. Jeder von uns macht Fehler und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache und wir sprechen da so häufig auch in den Talks drüber, dass Fehler machen eine wichtige Geschichte ist und eigentlich auch nichts Negatives, aber es muss halt auf beiden Seiten auch so gesehen werden, es muss auf beiden Seiten so gehandhabt werden. Jeder macht Fehler, das ist der Sinn von Leben irgendwo auch, damit wir weiterkommen, damit wir selber wissen, okay, was passiert hier überhaupt? Wir müssen Fehler machen und uns selbst einfach zu finden, um unseren Weg zu finden, ganz wichtig. Und es gibt halt Menschen, die können Dinge nicht verzeihen und dann muss man halt schauen, dass man sich selbst vielleicht einfach auch trotzdem verzeiht, auch wenn es der andere nicht tut, weil ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch einfach, jeder von uns, natürlich, ja, Vergebung ist ein erstrebenswertes Ziel, sehe ich auch so, aber wichtig ist halt einfach auch, dass man weitergeht. Wir sind nicht auf die Vergebung von anderen angewiesen. Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Und ständig darüber nachzudenken, zu hoffen, dass irgendwer einem vergibt, ist, glaube ich, einfach auch verschwendete Lebenszeit. So, es muss weitergehen. Und das ändert nichts daran, dass das, was man vielleicht gemacht hat, scheiße ist. Übrigens. Es kostet einfach viel Kraft, wenn man da versucht, hinterher zu rennen. Richtig, genau. Verschwendete Lebenszeit ist vielleicht gar nicht so richtig, aber verschwendete Kraft auf jeden Fall. Neusi schreibt, gutes Zitat, vergib anderen nicht, weil sie es verdient haben oder weil du selbst Frieden verdient hast. Nochmal, vergib anderen nicht, weil sie es verdient haben, aber weil du selbst Frieden verdient hast. Und ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Ja. Wolfstatze schreibt, ich sehe mich selber auch nicht. Es kommen immer alle anderen zuerst und vor allem auch meine Kinder. Und auch die Familienpsychologen sagen auch immer, ich muss auch an mich denken. Aber das, da weiß ich nicht wie. Hast du vielleicht einen kurzen Tipp, weil du ja auch super viel dich mit dir selbst beschäftigt hast, mit eigener Vergebung etc. Hast du einen Tipp vielleicht, wie es einfach
oder vielleicht mir zwischendurch einfach so Momente geben kann, wo man sich mit sich selbst beschäftigt, wo man vielleicht auch einfach mal sich selbst vergibt. Hart. Ich sag mal so, reflektieren kann nicht jeder. Es ist eine Riesenherausforderung. Also ich bin das dem oft angegangen und bin oft wirklich tief in ein Stimmungstief reingerutscht. Aufgrund der Selbstreflexion dann. Ja. Es ist nur so, jedes Mal, wenn ich es persönlich gemacht habe, ich bin immer irgendwie einen Schritt weitergekommen. Und wenn ich absolut stecken geblieben bin, dann bin ich ich sage jetzt mal, meiner Ex-Freundin gegangen, habe mit ihr darüber gesprochen. Und dann war diese Blockade weg und ich konnte wieder einen Schritt weitergehen. So lange, bis ich irgendwann an dem Ziel war, wo es wieder bergauf ging. Das fällt mir übrigens auch immer mehr auf. Also wenn man, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen das viele andere Menschen, die unter Depressionen oder mit Depressionen leben auch. Man hat eine Vermutung, woran vielleicht Sachen liegen. Man denkt da vielleicht auch sehr, sehr lange. In meinem Fall gibt es Sachen, über die ich sehr, 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 sehr lange drüber nachgedacht habe. Dann habe ich sie letztens ausgesprochen, erst vor 2 Tagen. Nee, gestern war das. Nee, vorgestern. Vor 2 Tagen. Habe ich sie ausgesprochen und gemerkt, hey, das ist wirklich so, das war eine Blockade in meinem Kopf und die ist jetzt weg. Weil ich drüber gesprochen habe, weil ich es reflektiert habe, weil ich vielleicht auch die Meinung von anderen Menschen einfach mal mit einbezogen habe, die mir sehr nahe stehen, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und Selbstreflexion ist eine super schwierige Geschichte. Sich selbst zu reflektieren, immer wieder nachzufragen, warum fühlst du dich jetzt gerade so? Auch gerade in den Momenten, wo es einem nicht gut geht. Warum fühlst du dich gerade so? Was triggert dich eigentlich überhaupt? Was ist der Punkt? Und ich muss auch übrigens zum Thema Vergebung auch erst vor kurzem lernen, dass Dinge immer wieder kommen und immer wieder passieren, wenn diese Blockaden im Kopf existieren. Es gab auch einen Menschen in meinem Leben, dem ich nicht vergeben konnte und vor allen Dingen konnte ich mir selbst nicht vergeben. Das war auch, also in Bezugnahme auf diese Situation, ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich hoffe, ihr versteht es ein bisschen. Und ich musste diese Situation im Prinzip nochmal erleben, aber einen anderen Ausgang nehmen, um zu checken, dass diese Situation mich nicht mehr blockieren kann, weil es jetzt diese Situation nicht mehr gibt. Also das, was einen blockiert, kann teilweise dazu führen, dass man das Ganze nochmal durchleben muss, um dann einen anderen Ausweg zu finden, um dann diese Blockade wegzumachen. So, versteht ihr, was ich meine? Egal, ob das in Bezug auf Flashbacks ist. Und in dem Moment, wo ihr das tut, wo ihr nochmal Sachen erlebt, auch vielleicht einfach nur während eines Flashbacks im Kopf, habt ihr die Möglichkeit, genau das auch zu reflektieren. Wolfstatze schreibt, finde Sprechen echt schwierig. Ich bin einfach für meine Kinder da und fertig so. Klar, die Frage ist nur, aus meiner Sicht, wenn man sich selbst immer hinten anstellt, wie lange kannst du das dann noch, ohne psychisch wirklich komplett daran kaputt zu gehen? Wenn Sprechen für dich sehr schwierig fällt, Briefe schreiben, aufschreiben, jemandem, vielleicht sich selbst einen Brief schreiben, das in 2 Wochen nochmal lesen, jemandem anders einen Brief schreiben, dem man sehr vertraut. Die Gefühle einfach mal rauszuschreiben, ist auch immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das hatte meine Ex-Freundin, die hat auch eine schlimme Vergangenheit hinter sich. Und sie hat dann wirklich auch dieses Sich-Selbst-Schreiben entdeckt. Und irgendwann war sie an dem Punkt, dass sie nicht wirklich selbstbewusst geschrieben hat, sondern ein Teil von ihr hat geschrieben. Und dann hat sie diesen Brief gelesen und war erstaunt, was da drin stand. Weg. Auch krass, ja. Kenne ich in Bezug auf, gerade wenn man sich in Flashbacks befindet, kann ja auch manchmal ein bisschen länger dauern oder in einer depressiven Phase oder so, finde ich das auch immer sehr spannend, was da so rauskommt. Also ich bin jemand, ich schreibe sowas nicht mehr unbedingt auf, ich denke viel. Ich bin dann so ein kreativer Typ. Ich schreibe dann Songs oder mal dann oder sowas, ne? Ich fange dann an zu zeichnen oder so ein Krams. Ich mal aber ganz andere Bilder, wenn ich in einer depressiven Phase bin oder halt nicht. Das ist ganz verrückt. Ich schreibe auch ganz andere Songs, davon mal abgesehen. Also es ist wie so ein Persönlichkeitsswitch schon fast. Also es ist alles halt vor diesen Filter Depression gelegt. Auf jeden Fall. Er küsst eine andere Muse. Auf jeden. Es ist wirklich so.
Mein Geschriebenes wird überlesen. Mika, ich muss eben hier kicken. Moment. Die sind alle grün hier. Ich find's nicht wieder. Ich find's nicht wieder. Ich suche noch. Moment. Ich find's nicht mehr wieder. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich hab's versucht. Schlümpfchen schreibt. Ja, einfach nochmal Copy-Paste. Schlümpfchen schreibt, ich setze mich sehr gerne vor den Spiegel und rede dann mit mir selber. Das hilft auch in Menschen, die mir sehr nahe stehen und Meditation. Bei mir ist es wirklich so krass, wenn ich eine Blockade geknackt habe, dass ich dann komische Kopfschmerzen habe oder Schulterschmerzen. Ja, das ist auch ganz wild. Zombie Fritz, ich drück die Daumen. Alles Gute euch. Gefühl kenne ich gar nicht. Also wenn ich so eine Blockade überwunden habe, ich fühle mich dann wirklich leichter. Ja. Ja, und ich glaube, dieses Gefühl, was Vergebung mit sich bringt, ist halt im Prinzip eigentlich eine krasse Blockade. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut vergleichen. Und ich weiß gar nicht, ich finde, Vergebung ist so ein unfassbar schweres Thema, weswegen ich mich dem Ganzen übrigens auch angenommen habe. Ich stehe auf schwere Themen. Ich finde, es ist ein unfassbar schwieriges Thema, weil für jeden halt eine Situation, eine andere Situation anders heftig in die Fresse haut. Ich sag mal, manche Leute können mit einer Situation, also jeder geht mit einer Situation anders um, auch wenn es die gleiche Situation ist. Und ich zum Beispiel hatte mit Mobbing sehr, sehr viel zu tun und ich habe diesen Menschen vergeben. Ich habe diesen Menschen vergeben, nicht nur aus meiner Sicht raus, sondern ich habe auch denen vergeben, wenn die vor mir stehen würden, könnte ich das so kommunizieren. Aber ich weiß ja, dass es denen scheißegal ist, so. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Diese Leute sind mir auch ziemlich egal. Aber genau als ich das gemerkt habe, dass mir diese Menschen egal sind, habe ich gewusst, okay, dann brauchst du dich auch nicht mehr weiter damit beschäftigen. Sei froh. Auch im Prinzip genau wie bei dir. Ich bin dankbar dafür, dass das aus mir geworden ist, trotz dem, was ich erlebt habe. Mhm. Und ich bin dankbar für diese Situation an sich nicht, aber für das, was ich aus dieser Situation gemacht habe. Und ich glaube, jeder, auch, jetzt muss ich nochmal, Wolfstatze hat es geschrieben, ich glaube auch Wolfstatze, auch du sagtest, du stellst deine Kinder, deine Familie vor, ich bin keine Mama, ich bin keine Mutter, ich werde es wahrscheinlich auch niemals sein und dementsprechend werde ich das auch nie richtig nachvollziehen können, wie es ist, seine Kinder zu haben und die, aber ich kann mir vorstellen, das wollte ich sagen, dass eine Mama sich immer quasi vor die Kinder stellt, im Sinne von, wenn irgendwas wäre, und gleichzeitig halt auch als letztes anstellt, wenn es um die Familie geht. Ich hoffe, das war verständlich. Mhm. Dementsprechend, hey, du machst so viel, du tust so unfassbar viel, du nimmst dich, du bist trotz allem, was du erlebt hast, und das scheint eine ganze Menge gewesen zu sein, trotz allem bist du jetzt so ein Mensch, der genau das tut. Und das hat meinen vollsten Respekt, meinen größten Respekt. Wir denken immer, wir müssen alles irgendwie jetzt sofort aufarbeiten. Braucht ihr nicht. Dinge brauchen manchmal Jahre, vielleicht Jahrzehnte, um gelöst zu werden, dass diese Blockade nicht mehr existiert. Macht euch, wenn es euch stresst, dann macht diesen Stress nicht. Das kommt von ganz alleine, oft kommen diese Gedanken ganz von alleine. Und manchmal wacht man morgens auf und sagt, hey, heute will ich das nicht mehr, was da schon seit Monaten in meinem Kopf drin ist. Das ist in Ordnung. Und es ist, wie gesagt, auch in Ordnung, wenn du als Mama mal sagst, ich brauche mal 5 Minuten für mich. Das ist auch absolut okay. Viel Denken hat mir geholfen. Wenn du überhaupt das gerade so lösen willst, ist es manchmal auch einfach okay zu sagen, hey, ich bin gerade cool mit der Situation und vielleicht in 2 Wochen oder so sieht das Ganze schon wieder anders aus. Heilung und Depressionen, das sind kein Sprint, das ist ein Marathon. Immer und immer wieder. Oh. Es ist einfach so. Und ich glaube, das Gleiche gilt halt für Vergebung. Definitiv. Also selbst wenn man den einen Marathon in dem Sinne abgelaufen ist, gibt es vielleicht doch immer noch irgendwo einen anderen. Wenn man gar keinen mehr hat, kann man sich sehr, sehr glücklich schätzen, sag ich mal. Ja. Mika, sonst schreibt mir doch einfach mal eben eine Sprachnachricht. Ja, moin, schick mir doch eben eine Sprachnachricht auf Twitch.
Schreib mir eine Sprachnachricht, wäre schön. Ja, schreib mir eine Sprachnachricht. Wir sind ja heute sehr inklusiv. Wolfstatze schreibt, das wäre schön. Arbeite seit 3 Jahren dran und freue mich jetzt auf die Kur im Oktober. Sehr gut. Ich hoffe, deine wird um Längen besser als meine. Wieso, was hast du da für negative Erfahrungen gemacht? Auch aufgrund der Depression, oder? Ja, okay. Es war ein Graus. Okay. Also mir war, als ich da rein bin, war mir klar, dass die Aussage, die da am Ende zustande kommt, darüber entscheidet, ob ich in meinen alten Beruf zurück kann oder nicht. Ah, okay, das ist Schmutz. Ja, und das ist auch immer mit Druck verbunden dann, ne? Ja, das Schlimmste war, also es war nicht schlimm, dass wir eine Gruppensitzung hatten. Mhm. Nur der Leiter war quasi ein ausgebildeter Allgemeinmediziner, der sein Zweitstudium machen wollte. Okay. Der hat das Ganze gemacht. Ich war 5 Wochen da. Nach 2 Wochen habe ich den Chefarzt gesehen, der für mich zuständig war. Mhm. Der sagte, nö, können Sie machen. Wo ich mir dachte, was? Sie haben mich jetzt gerade 10 Minuten gesehen und geben mir jetzt eine Diagnose. Ich bin noch 3 Wochen hier. Ja. Bitte was? Und dann... Ah, schwierig. Dann ging es, habe ich darauf bestanden, meine gesamte Akte sozusagen zu bekommen. Musste dafür 20 Euro blechen für Kopierkosten. Wild. Und hätten sie auch digital machen können, aber egal. Ja. Und das Geilste war, die hatten am Ende dann so einen Bewertungsbogen. Mm. So, ich habe den ausgefüllt, ich habe den da einen halben Roman hingeklatscht, was ich alles unter aller Kanone fand, aber auch was ich gut fand. Mhm. Und als ich dann die Kopien in den Händen hielt, habe ich diesen gesamten Bogen bin von 3 Sekunden angeblich ausgefüllt, wo du selbst für das Tippen von Namen und Geburtsdaten und Co. länger brauchst. Ja. Und das alles einen Tag, nachdem ich entlassen wurde. Ah, super. Perfekt. Deswegen, also da war ich richtig ja, sauer. Ja, wenn es um da so Druck geht, ist das halt echt Schmutz. Mika, wie gesagt, schick einfach eine private Nachricht. Ich sehe halt auch keinen kopierten Text. Also, I don't know. Aber sagt der Chat ja auch schon. Eine letzte Frage. Ich glaube, das Thema Vergebung ist sehr, sehr weitläufig. Und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, dass ich in den Strong Stories über dieses Thema gesprochen habe mit jemandem. Also hast du einen Tipp für all die Menschen, die vielleicht eine Blockade haben, gerade eine Blockade im Sinne von, sie können jemandem nicht verzeihen, nicht vergeben. Hast du einen Tipp für diese Menschen, um das Ganze vielleicht zur Vergebung zu bringen? Es ist sehr situationsabhängig. Mhm. Was viel hilft, ist erst einmal reinversetzen, warum das jemand getan hat. Auch wenn es schwerfällt und das Ganze immer mit der eigenen Meinung in Berührung kommt, versuchen, die Meinung kurz beiseite zu lassen und herauszufinden, warum. Ja. Und das kann helfen, so einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Oder halt auch zu wissen, okay, ich habe vollkommen recht, das ist auch möglich. Hm. Okay. Also vor allen Dingen auch da wieder viel beschäftigen mit der Situation, Reflexion. Und ich glaube, am schwierigsten mit der Vergebung ist es wirklich bei Taten, wo man wirklich nicht nachvollziehen kann, warum diese getan worden sind. Ja. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste. Du hattest lange Zeit auch das Problem mit Vorwürfen. Vielleicht hast du da auch noch eine Idee, einen Tipp, wie man mit diesen Vorwürfen, also man stempelt ja Sachen gerne einfach ab, so du hast Scheiße gebaut und fertig ist und deswegen verzeihe ich dir nicht, so nach dem Motto. Hast du einen Tipp, in diese Reflexionsphase reinzutreten? Also wirklich nochmal sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn es vielleicht sehr, sehr schwer fällt? Also ich würde niemanden dazu zwingen, das zu reflektieren. Wenn es mal wieder in den Kopf ploppt, diese gesamte Situation, dann vielleicht mal versuchen, klingt abgedroschen, aber dieses einen halben Schritt zurückgehen und sich das Ganze nochmal anzugucken. Ja. Ne? Aber es muss wirklich von selbst kommen. Es darf nichts erzwungen sein. Da kommt nichts bei rum. Okay. Vielen Dank dir. Lieben gern. Es war ein sehr schöner Talk. Ich finde es Wahnsinn, womit du
womit du umgehen musstest, wie reflektiert du bist. Das ist wirklich Wahnsinn. Behalte es bei. Ich hoffe für dich und ich wünsche dir ganz, ganz doll, dass du trotz vielleicht zwischendurch depressiven Regenwolken einfach so weitermachst. Du bist ein ganz, ganz starker Mensch. Du hast unfassbar viel Rückgrat und ich wünsche mir so sehr, dass viele Menschen ähnlich die sich vielleicht einfach mal eine Scheibe von dir abschneiden würden. Okay, können Sie machen, ich habe ein paar Kilo zu viel. Siehst du, also bedient euch. wirklich Wahnsinn. Der Chat, sehr viel Liebe hier heute. Das ist, finde ich, großartig. Es war mir ein absolutes innerliches Blumenpflücken. Das klingt immer so sarkastisch, wenn ich das sage, aber das meine ich halt wirklich ernst. Ich fand es wirklich ganz, ganz tollen Talk. Und vielen, vielen Dank dir, dass du und deine Story heute so mit uns geteilt hast. Hat mich sehr beeindruckt. Lieben gerne. Also, wenn ansonsten noch wer mit mir quatschen will oder so, Discord steht immer offen. Sehr schön. Finde ich auch gut. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, morgen Abend nochmal in den Discord zu kommen. Ich hoffe, morgen Abend schaffe ich das echt mal wieder. Ich habe wirklich Bock. ich gebe mir Mühe, Chat. Und morgen sind wir ab 19 Uhr auch wieder live. Ich habe einige Themen, die wir besprechen müssen. Ich habe einige Themen, wo ich gerne eure Meinung zu hätte. Und vor allen Dingen auch, was diesen Kanal betrifft. Also auch wichtig, ihr könnt hier natürlich immer mitentscheiden. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, dann habe ich Bock, auch ein bisschen Mucke zu machen. Aber ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Und was wir auch jetzt gesagt haben, morgen ist Crazy Head Day. Das nehme ich so auf, das übernehme ich so. Morgen ist Crazy Head Day, was machen wir? Ich schicke euch jetzt rüber zu dem lieben Bourbon Kid. Der hat nämlich auch gerade noch einen Talk. Wann war ich das letzte Mal auf deinem eigenen Discord? Ich bin fast jeden Tag da, aber das liegt daran, dass wir Teambesprechungszeugs machen und weil wir so viel zu tun haben immer. Also ich bin eigentlich immer da, aber ihr seht mich nicht. Aber trotzdem bin ich da. Und ich sehe alles, was auf dem Discord passiert. Alles. Alles. Ab 21 Uhr hast du keine Zeit. Ja, siehst du, aber dann hast du ja davor Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Danke dir. Danke, lieber Chat. Vielen Dank für eure Subs und die Follows. Dankeschön für die Bits. Dankeschön für die Unterstützung. Neusi, du bist hier auf jeden Fall richtig. Natürlich. Natürlich. Ich freue mich auf morgen. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Grüß den lieben Bourbon von mir. Er hat auch gerade einen Talk. Und lasst einfach ein bisschen Liebe da. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für den Stream heute. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns morgen. Und tschüss. Tschüss.